So, hallihallo, hallöchen und willkommen zurück zu Glacial Awakening. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich habe Schneebälle gesammelt. Ich habe auch noch ein paar Granit-Rocks aus der Wand gehauen. Dachte mir, das ist jetzt nichts unbedingt, wo ihr zugucken wollt. Von daher mal ein bisschen vorgesorgt. Wir haben auch noch ein bisschen mehr blaue Farbe, die wir definitiv brauchen werden, weil wir müssen noch mal Crystal herstellen. Auch wenn ich wieder komplett vergessen habe, wie es funktioniert. Aber irgendwas mit dem Schnee und Zeug und Sachen und genau. Die Dinger können wir auch mal wegnehmen. Können wir hier mal reinschmeißen. Ich glaube, K-Fruits im normalen Zustand brauchen wir gar nicht wirklich. Mach mal das hier hinten weg. Kommt mal hier nämlich runter. So, schmeißen wir die K-Fruits hier rein. Und holen uns noch mal ganz viel Plant Fibers. Wir brauchen nämlich, glaube ich, noch mal ein paar Fackeln. So. Ich habe hier auch mal Treppen ausgelegt, damit wir hier nicht ständig hochhüpfen müssen. Definitiv einfacher. Was ich eventuell auch machen könnte, wäre noch mal zwei so Dinger hier machen und die da hinklatschen. So. Kann man hier noch ein bisschen mehr zum Trocknen aufhängen. Und ich dachte mir diesmal, ich lasse mal Musik im Hintergrund laufen, dann ist es nicht ganz so leise. Ich hoffe, die stört nicht zu sehr. Sollte aber eigentlich nicht. Aber nun gut. Ich hoffe zumindest mal, dass er nicht stört. Dann machen wir hier mal noch ein paar mehr Fackeln. Dann haben wir natürlich 43 Fackeln. Ich habe vorhin irgendwann mal einen Enderman gehört. Und als ich nach oben gegangen bin, habe ich gesehen, dass überall hier Ink-Pearl-Fragments und Ink-Sacks rumlagen und noch irgendwas. Hier, Raw Squid. Ja, ich denke mal, da sind ein paar Squids gestorben. Okay, wie war das? Nein, wir müssen Schneebälle hier reinpacken. Wenn mich nicht alles täuscht. Es gab auch ein Update von dem Modpack. Ich habe mir nicht genau durchgelesen, was denn jetzt genau das Update war. Ich habe es einfach installiert. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war oder nicht, aber es wird sich im Laufe wohl rausstellen. Ich habe auch noch mal ein paar Settings vom Mikro verstellt. Ich hoffe, es bricht jetzt nicht mehr ab. Dafür hört man wahrscheinlich jetzt aber das Klicken und die Tastatur. Das tut mir leid, aber geht halt nur entweder oder. So viel Blau bekommen wir jetzt auf einmal. Das letzte Mal gar kein Blau. Vielleicht war das eins der Updates. Mehr Blau. So. Dann haben wir das. Dann packen wir die vier da rein und sollten wir den Crystal bekommen. Richtig? Richtig. Den brauchen wir nämlich für... Ich hatte geguckt, für irgendwas brauchte man den. Für das hier, glaube ich. Genau. Wir brauchen den Cobblestone, den Stick und den Ice Crystal. Cobblestone. Brauchen wir eigentlich das nicht? Wir haben Cobblestone. Stick, Cobblestone, Ice Crystal. Andersrum. So, dann haben wir einen Stone Rock Grinder. Keine Ahnung, was man mit dem genau macht, aber wir werden es rausfinden. Dann haben wir nochmal einen und eine Stone Wand. Nice. Okay, packen wir den nochmal weg gerade. So. Das hatten wir abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch eine Wooden Bucket. Einen Wooden Bucket macht man einfach aus Sticks. Drei Sticks und einmal Plant Fiber. Craften tut man das wie einen ganz normalen Bucket. Rezept. So, dann haben wir einen Wooden Bucket. Der natürlich... Okay, der hat Uses. Den kann man 64 Mal benutzen. Und geht kaputt mit heißen Fluids. Logischerweise, weil Holz. Würde auch anders keinen Sinn ergeben. Dann haben wir die Quest abgeschlossen, dann kriegen wir Äpfel raus. Okay, was steht da? Eaten assisted in adding hearts. Okay.
Als nächstes brauchen wir einen Hammer. Den Hammer machen wir einfach einen Crude-Hammer. Beziehungsweise eigentlich könnten wir... Ah, Flint haben wir nicht. Machen wir einen Crude-Hammer. Plant Fiber Stick und zwei... Stick, Plant Fiber und zwei davon. Wie war das so? So. Gut. Dann haben wir einen Crude-Hammer. Dann bekommen wir Stone-Leitern. Okay, Leitern sind eigentlich nicht schlecht. Dann können wir mal, nämlich mal gucken, ob man nach oben kommt. Jetzt brauchen wir Clay. Und Clay... Hatten wir oben Clay? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber steht da was dabei? Clay can either be acquired either by mining underground or by mining mixing bone meal and crushed limestone together in water. Crushed limestone und bone meal. Bone meal und crushed. Huch. Crushed. Tippen müsste man können. Crushed Limestone. Den kann man hier kaputt machen. Braucht man da spezifisch Limestone Rock? Wahrscheinlich. Aber wir haben Limestone Rock und wir haben auch einen Hammer. Und wir haben doch hier so ein Ding. Aber wir haben kein Bone mehr. Haben wir einen Bone? Doch, wir haben zwei Bones. Geht nicht. Ich gehe davon aus... Lass mich raten. Nein? Wie machen wir denn aus Bone, Bone Meal? Bone Meal, Bone Meal, Bone Meal Ritual. Gelatin-Powder brauchen wir nicht. Wir brauchen Bone Meal. Ah, Mortar und Pestle. Das hört sich gut an. Okay. Das heißt, wir müssen den Knochen hier reinpacken. Wo ist unser Pestle? Ah, doch hier irgendwo drin, oder? Da! So, dann machen wir daraus Bone Meal. Und... Machen wir doch einfach mal die Hälfte. Und das in Wasser. Heißt das, wir müssen das einfach ins Wasser schmeißen? Wahrscheinlich. Das heißt... Mach das mal gerade wieder weg. Gehen wir doch mal hier runter und gucken mal, was passiert, wenn wir das ins Wasser schmeißen. So und so. Oh! Okay, da kommt... Okay. Okay, es gibt unendliche Wasserquellen. Sehr schön. Wie viel Clay brauchen wir denn? 16. Okay, wir brauchen dann nochmal... 4. Das heißt... Wir haben noch 4 Bone Meal. Das heißt, wir nehmen noch 4 von den Dingern mit. Nicht so. So. Wahrscheinlich einen neuen Hammer machen. Da reicht es. Lass es doch drauf liegen. Meine Güte. So. Dann nehmen wir das Bone Meal. Gehen wir nochmal hier runter. Schmeißen das hier rein und das hier rein. Der unendlichen Wasserquelle haben wir 16 Clay. Wunderbar. Kriegen wir nochmal Äpfel. Wir brauchen auch noch Zombiefleisch, damit wir dieses Treat herstellen können. Das hier. Ein Icy Treat. Dazu brauchen wir Rotten Flesh und Schnee. Schnee ist ja nicht das Problem. Rotten Flesh sollten wir... Haben wir Rotten Flesh? Wir haben sogar 4 Rotten Flesh. Mal das so machen. Haben wir die Quest auch abgeschlossen. So.
Explosive Heavy Snowball. Okay. Was macht man denn damit? Nichts. Ich gehe mal davon aus, man kann die auf Monster werfen und sie damit in die Luft jagen. Außer natürlich, das Zeug funktioniert wie TNT. Das kann natürlich auch möglich sein. Essen wir mal was. Schmeißen das wieder hier rein. Brauchen wir gerade einen Bucket? Ich bin mir nicht sicher. Als nächstes müssen wir einen Strainer bauen. Eine Strainer Base und einen Survival Strainer. Strainer Base brauchen wir Clay und Sticks. Sticks haben wir. Clay haben wir. Strainer Base. Gut, die haben wir gemacht. Da brauchen wir dann nämlich auch Wasser dazu. Ich gehe mal davon aus, wir müssen uns irgendwo eventuell einen Pool hinbauen. Ich bin gerade am Überlegen, wie das war, ob das fließend Wasser brauchte. Ich glaube, es brauchte fließend Wasser, aber ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen String. Wie bekommen wir denn String? Wolle. Brauchen String. Industrial Hemp. String. Spiderwebs. Schau mal doch mal. Was macht man denn eigentlich mit dem Rock Grinder? Steht da was mit bei hier? Cobble or to Gravel, Gravel to Sand. Ah, okay. Das heißt, wenn wir... Geht das dann über... Nee. So geht das nicht. Geht das dann so? Okay, da kriegt man dann Gravel raus. Okay. Gut zu wissen. So. Gehen wir doch mal nach da oben. Ja, deswegen ist hier ah genau, ich habe das Ding noch an wegen den wollte wegen ausleuchten. So. Nuclear Craft. So, ja, ihr könnt da unten mal sterben, das ist vollkommen okay. Was haben wir hier? Boron. Was ich eigentlich gerne wissen wollte, ob man hier dann auch weiter nach oben kommt. Jetzt haben wir hier noch Aquamarin. Das war doof. Wow, sind hier viele Erze. So viele Erze. Guck mal doch mal, ob man hier irgendwo... Ich hätte mir noch eine Pickaxe bauen sollen. Wäre vielleicht ganz günstig gewesen. Hier nach oben kommen. Ans Tageslicht.
Expedition ans Tageslicht. Definitiv. Gibt's hier eigentlich... Nein, leider nicht. Gibt kein Tinkers. So, wir haben leider keine Pickaxe mehr. Gehen wir mal fix runter. Bevor ich aber runtergehe. Ah, hier wäre auch Clay gewesen. Leuchten wir hier mal noch den Rest gar aus. So. Mit hier nix spawnt. Zap, zap, zap. Hier auch noch hin. Xencraft. Autsch. Wir haben Beinchen. Zu essen haben wir mit den Quallen ja eigentlich genug. Essen sollten wir dann genug haben. Das weg. So. Machen wir doch noch mal zwei Chests. Können wir hier nämlich das andere Zeug, was wir jetzt nur noch finden, reinhauen. Nehmen wir euch mal mit. Gib mir mal gerade noch Sticks. So, machen wir daraus nämlich noch ein paar Fackeln. Wenn wir gerade schon hier sind, gehen wir nochmal nach hier runter. Werfen die Fackeln da rein und machen die wieder zu Sticks. Interessant ist, dass der diesen Drill dann direkt auf den Platz von der Pickaxe gehauen hat. Wir haben noch irgendwo... hier. 3, 4, 5. Machen wir doch mal 5 Pickaxes. So. Das packen wir hier rein. Ein Hammer. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die andere Schaufel nehmen wir mal noch mit. Dann gucken wir noch mal. Ob wir da irgendwo rauskommen oder nicht. Theoretisch müsste man da ja eigentlich... Gibt es hier eine Oberwelt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es wird sich rausfinden. Was haben wir hier? Silber. Dirt. Dirt ist doch schon mal gut. Ein gutes Anzeichen. Da ist Schnee. Ich glaube, wir sind draußen. Aber es ist Nacht. Das ist eher ungünstig. Definitiv eher ungünstig.
Oh no. Kommst du runter? Oder hast du mich verloren? Okay, auf jeden Fall haben wir oben Oberwelt. Das ist sehr gut. Kann natürlich nicht sagen, dass wir hier öfter mal Besuch bekommen, aber nicht so schlimm. Gucken wir mal hier den Claimit. Stimmt, wir hatten ja Vein Mining. Wir haben hier ja Vein Mining. So. Ausleuchten. Haben wir hier irgendwo... Das ist Lead, Boron, Uranium, Lithium, Fossilohr. Was natürlich gerade gut gewesen wäre, nachdem es Nacht oben ist, um Strings zu bekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da oben auch eventuell irgendwo vielleicht Schafe haben. Was natürlich hilfreich wäre. Was macht man eigentlich aus diesen Xen-Dingern? Einen Xen-Crafting-Table. Xen-Sapling. Man kann sie zu Xen-Ingots machen. Damit kann man einen Xen-Crafting-Tablet machen. Ja, Glowstone haben wir leider keinen. Was auch immer man mit einem Xen-Crafting-Table macht. Noch nie mitgearbeitet. So, es ist Daytime jetzt. Haben wir irgendeine Möglichkeit, gibt es irgendein anderes Shield? Ein Dark Shield. Ender Shield. Ne, wir haben leider kein Iron. Aber wir könnten jetzt mal gucken, ob wir irgendwo eventuell oben Schafe finden. Müssen wir uns so einen Wegpunkt setzen? Damit wir da den wieder zurückfinden. Keine Ahnung, wie es oben jetzt monstertechnisch aussieht. So, wir setzen jetzt hier mal genau hier mal einen Wegpunkt. Den nennen wir Home und den machen wir rot. Keine Ahnung. Sollte sichtbar sein, ja. Okay, haben wir hier eventuell irgendwo, da unten sind Rehe. Was droppt ihr? Droppt ihr Leder? Wenn ich treffen würde? Jetzt. Nee, ich bin kein Passivist. Ihr droppt Leder. Rudolf, es tut mir leid. Die droppen noch Glowstone, oder? Ja. Haben wir nämlich schon mal zumindest ein bisschen Glowstone. Dann kann man dieses Xending eventuell auch mal craften. Dann kann ich mir das mal angucken. Und wie gesagt, ich habe damit noch nie bisher was gemacht. Aber einmal ist ja immer das erste Mal bekanntlich. Dann kann man sich das nämlich mal angucken. Ich möchte eigentlich gerne mal irgendwo nach oben, um mir mal einen Überblick hier zu beschaffen. Was ist das? Ein Tower. Lass mich raten, da sind Spawner drin und böse Tiere, böse Gegner. Will einen bestimmt alles drin töten.
Oh. Ich höre dich, Zombie. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Irgendwo unter mir. Was ist das? Ist das ein Gegner? Das ist eine Eule. Hi! Droppt Federn. Basaltbricks, der. Es gibt hier einen Eingang? Ja, gibt's. Okay, es geht schon mal nicht nach unten, was ja eigentlich gut ist. Sind hier Spawner? Nein? Ich habe damit gerechnet, dass hier Spawner sind, aber schon anscheinend nicht. Theoretisch könnten wir unser Zuhause dann eigentlich nach oben verlagern und eventuell uns hier einbunkern. Wäre ja eine Idee. Was natürlich jetzt ganz klasse wäre, wenn wir hier irgendwo Schafe finden würden. Und nicht nur Rehe. Wo ist unser Zuhause, ne? Dass ich zu weit hier weglaufe? Aber das wäre eigentlich eine Idee, den Turm hier zu nehmen. Als Zuhause. Jetzt sind wir aus dem Loch da unten draußen. Allerdings müssten wir dann gucken wegen Wasser und so weiter. Oh, da unten sind Füchse. Hi! 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 Ihr seid ja niedlich. Das ist... was bist du? Ein Beetle. Astral Sorcery. Eine Mod, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Hier gibt es überall Rehe, aber irgendwie keine Schafe. Liebe Rehe, habt ihr irgendwo Schafe gesehen? Was sind das denn für Bäume? Santas Werkstatt? Keine Ahnung, was ist das? Sieht aus wie so ein Altar. Definitiv ein Altar. Zu Opfergaben. Okay. Noch mehr Füchse? Ich gehe davon aus, dass ihr auch nur ansatzweise Wolle droppt. Sorry, Rudolf. Wieso treffe ich dich denn nicht? Antlers. Ha! Was ist da drüben? Was zu essen mitnehmen sollen. Ist das Lava? Sieht ziemlich Lava aus. Und ein Meteorit? Zwei Meteoriten? Aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo reinfallen. Mein Talent. Ist definitiv Lava. Da oben müssten Meteoriten sein. Yep. Aber das können wir nicht meinen. Soll ich mal eine bessere Pickaxe dazu? Da hinten ist noch ein Tempel. Einfach mal ein bisschen erkunden, was hier so rum ist. Was droppt ihr eigentlich? Au! Pelt. Also die wehren sich auf jeden Fall. Au. Okay. Die sind ein bisschen wie Zombie-Pigman, wenn man einen anhaut. Greifen alle einen an.
droppen Beetle Shells. Carapace. Carapace? Carapace? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor es Nacht wird. Da ist noch so ein Turm. Und da ist noch so ein Turm. Okay, wir haben definitiv einen Haufen solcher Türme hier. Könnte man sich definitiv überlegen, ob man das nicht einen umbaut als Zuhause. Aber das ist wahrscheinlich was, was ich offscreen machen werde, wenn ich das denn mache. Ha. Lava haben wir hier auf jeden Fall auch. Das ist nicht schlecht. Würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Und... schau, oh, die droppen auch Slime Balls. Gut zu wissen. Bleib stehen. Alles töten. Definitiv Zeit zurückzugehen. Es wird nämlich Nacht. Ich kenne mein Talent. Das erste, was passiert, ich sterbe. Ist da oben irgendwas drin? Nö. Einfach nur Eis. Aber wir brauchen immer noch String. Ich weiß nicht, was noch eine Alternative ist, an String zu kommen, außer Spinnen zu klatschen. Spinnenweben. Aber dazu bräuchte man auch Spinnen. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier runter. Nehmen mal so Zeug mit, weil dann kann man mal so ein Table da bauen. Dann noch hier genügend von diesem komischen Erz. Da braucht man ja nur einen normalen Crafting Table dazu, dieses Erz und einen Glowstone. Glowstone haben wir ja, weil wir das oben bekommen haben. War hier noch was davon? Nö, aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir doch das einfach auch gleich mit. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, welche Farben man davon abbaut, aber ich gehe mal nicht davon aus. So, sollte genug sein. Dass wir so ein Table bauen können. Slimeboards. Dann kann man auch gleich mal was essen. Mal auffüllen, nehmen wir doch einen Apple Sugar Cookie. Er hat nicht sonderlich viel gebracht. So. Dafür haben wir alles keinen Platz. Ein Glowstone brauchte man. Das packen wir auch mal da rein. Und dann von denen hier. Keine Ahnung, wie viele. 7 Stück. Okay. So, und haben wir noch eine Möglichkeit, einen Crafting Table zu bauen? Achso, den richtigen auswählen.
Ja, können wir. Mit Roots und... Mit Roots und das. So. Genau, wieder andersrum. Mann, Mann, Mann. So, und wenn wir das jetzt hier reinmachen, das da reinmachen und das hier reinmachen, haben wir den Xen Crafting Table. Und mit dem konnte man... Wenn ich die Glowstone und dann Xen Ingots mache. Xen Ingots müsste man smelten. Dann könnte ich mir ein Tablet machen. Das heißt, ich bräuchte... Moment, wie viele? 8 Stück? Ne, 7. Ein Glowstone Block. Glowstone. Nehmen wir doch mal. Hatten wir einen Ofen? Nö. Ein Furnace. Gut, man kann Furnace hier nicht normal craften. Wie craftet man denn dann einen Furnace? Aus Runestone. Okay, wie bekommt man Runestone? Fey Crafting? Lapis? Okay. Okay. Das heißt... Wir packen das Ding erstmal dahin. Okay. Xen Crafting Enlightened Bush. Kann man da nur diese Bricks mitmachen? Xen Block, Xen Bricks. Da braucht man Xen Stone. Okay. Nicht das Gefühl, dass man da wirklich was draus machen kann. Ein Fey Crafter. Braucht man Xen Saplings. Okay. Keine Ahnung. Lassen das Ding jetzt einfach mal da stehen. So. Ja, das nächste ist entweder Schafe finden oder Strings. Aber ich würde sagen, das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schreibt gerne was in die Kommentare. Über einen Subscribe würde ich mich auch freuen. Und vergesst nicht, die Klingel zu drücken, damit ihr Notifications bekommt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag oder einen schönen Abend, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.